Es ist eher unwahrscheinlich, Jordel außerhalb der Stadt Bandel anzutreffen. Aber der Durst nach Wissen war etwas, dem Heimerdinger nicht widerstehen konnte. Nachdem er seinen dritten Doktortitel erworben hatte, war er bereits zum größten aller Jordel-Wissenschaftler aufgestiegen, und es gab nur noch wenig, was seine Heimat ihm bieten konnte. Er erhielt einen Ruf an die großen Akademien von Piltover weit oben im Norden. Man forderte ihn heraus, seine Spuren in der Stadt des Fortschritts zu hinterlassen. In dem Wissen, er könnte nie getrennt von seinesgleichen leben, sammelte Heimerdinger gleichgesinnte Jordel um sich, die sich ihm bei seinem Vorhaben anschlossen. So formte er das Rückgrat der heute weltberühmten Jordel-Akademie für Wissenschaft und Fortschritt. Seitdem wurde er zu einem der am meisten respektierten Denker der Neuzeit und seine Akademie zu einer der führenden Einrichtungen in ganz Valoran. Heimerdinger leistete für zahlreiche wissenschaftliche Errungenschaften Pionierarbeit und vertiefte sich immer mehr und mehr in das Gebiet der Thaumaturgie, wozu auch die Entwicklung der heute allgegenwärtigen Sternstäbe gehörte, die heute viele Straßen der Stadtstaaten erhellen. Allerdings hat der verehrte Erfinder auch etwas Merkwürdiges an sich. Um immer mehr Wissen anhäufen zu können, hat er sich einem von ihm entwickelten Experiment unterzogen, das es ihm erlaubt, einen größeren Teil seines Gehirns gleichzeitig zu nutzen. Im Großen und Ganzen hatte er Erfolg, aber zu einem ungewöhnlichen Preis. Heimerdingers Hirn vergrößerte sich. Mit ihm veränderte sich auch sein Kopf, so dass der großartige Wissenschaftler nun wie ein Jordel mit einem riesigen Kopf in Form eines Gehirns aussieht. Heimerdinger jedoch widmete seine Aufmerksamkeit nunmehr dem momentanen Kriegszustand in Valoran und arbeitet daran, das zu korrigieren, was er als unzumutbare Situation ansieht. Heimerdinger glaubt nicht nur daran, dass die Wissenschaft der Schlüssel dazu ist, die Welt zu retten. Er hat sogar selbst seine Ärmel hochgekrempelt und ist ausgezogen, um dies als klügstes Mitglied der Liga der Legenden unter Beweis zu stellen.